Heute nutzt der Philosoph und Erfolgsautor Richard David Precht seine zweite Carte Blanche. Er lädt für die Sternstunde Philosophie einen Gast seiner Wahl ein. Dieses Mal heißt der Gast Herfried Münkler. Münkler ist Politologe an der Humboldt-Universität Berlin und berät unter anderem die deutsche Bundesregierung in Sicherheitsfragen. Mit Herfried Münkler diskutiert Richard David Precht über Demokratie und deren Krise. Kurz über die Risiken und Nebenwirkungen einer Staatsform, die es in sich hat. Herr Münkler, Sie sind Professor für Politikwissenschaft an der Humboldt-Universität in Berlin, einer der renommiertesten deutschen Politologen und als Politikberater ein gern gesehener Gast in den Zentren der Macht. Sie interessieren sich in besonderer Weise für das Bürgertum und das, was das Bürgertum im Innersten zusammenhält. Und Sie diagnostizieren nicht als einziger, sondern als einer von vielen, dass das Bürgertum sich heute in einer Krise befindet. Worin besteht die Krise unserer bürgerlichen Gesellschaften in der westlichen Welt heute? Zunächst in einem ganz erstaunlichen und gegen unsere erste Beobachtung stehenden Problem, nämlich der Erfolg des Bürgertums. Die Grenzen sind verschwommen. Tendenziell möchte jeder und jede dazugehören, vielleicht nicht immer vom Gestus und Habitus, aber doch vom sozialen Status her. Es gibt vielleicht ein antibürgerliches Verhalten, eine antibürgerliche Disposition, aber es gibt in dem Sinne keine antibürgerlichen Schichten, Schichten, die den Anspruch erheben, das Bürgertum ablösen zu wollen. Selbst das klassische Proletariat hat sich verbürgerlicht. Und das hat natürlich Folgen, dass man nicht mehr genau weiß, wo sind denn eigentlich die Grenzen dieser sozialen Gruppe und was ist ihr innerster Kern. Also Erfolg ist eine Gefährdung. Das heißt doch mit anderen Worten, weil das Bürgertum heute keine klar definierten Feinde mehr hat, weiß es nicht so recht, was es ist? Könnte man sagen, nicht? Also die Produktivität des Feindes oder des anderen, des Konkurrenten, Erben, jedenfalls derjenige, der mit dem historischen Anspruch antritt, man werde einmal dessen Platz einnehmen, die zeigt sich hier wieder. Und dort, wo der verschwindet, wo also gleichsam eine Generalisierungsdimension eintritt, da weiß man als Bürger nicht mehr unbedingt, wer man ist. Nun müsste das ja nicht unbedingt zu einer Krise führen. Wir würden ja sagen, eine Gesellschaft, die überwiegend aus Bürgertum besteht, aus Mittelschichten besteht, selbst wenn die nicht mehr so ganz genau wissen, wer sie sind, ist eigentlich eine glückliche Gesellschaft, im Gegensatz zu Gesellschaften, die durch ganz starke Klassengegensätze von Oberschicht und Unterschicht gekennzeichnet werden. Man könnte ja auch sagen, es geht den Menschen heute so gut wie nie zuvor. Gar keine Frage. Zunächst einmal ist die Krise des Bürgertums und das innere Glück unserer Gesellschaften ja etwas, was nicht unbedingt im Widerspruch steht. Wenn ich vorhin gesagt habe, das klassische Bürgertum als soziale Schicht hat auch davon gelebt, dass es sich nach oben gegen den Adel und nach unten gegen die unterbürgerlichen Schichten, wer auch immer das gewesen sein mag, abgesetzt hat und dadurch so etwas wie Konturen und Identität gewonnen hat. Und das war für diejenigen, die hinein wollten, aber nicht hinein konnten, eine eher unglückliche Situation. Das alles ist heute leichter. Insofern ist vermutlich unsere Gesellschaft eine im Großen und Ganzen glückliche Gesellschaft. Aber Hegel, die Seiten des Glücks sind die leeren Seiten der Weltgeschichte. Also Glück ist auf Dauer etwas ausgesprochen Schwieriges. Man könnte vielleicht sagen, Glück ist etwas, was mit der Zeit ein Frühindikator von Krisen ist. Aber sind diese Krisen nicht nur dadurch bedingt, dass das Bürgertum nicht mehr weiß, was es ist, sondern nicht auch dadurch bedingt, dass durch das Bürgertum, wie Sie in Ihrem Buch schreiben, Mitte und Maß, eigentlich quer durch das Bürgertum heute sogar ein Riss geht? Und zwar nicht nur ein gefühlter Riss, sondern ein ganz realer Riss, dass nämlich die oberen Mittelschichten ein anderes gesellschaftliches Interesse haben als die unteren Mittelschichten. Und dass die Krise in unserer Gesellschaft nicht mehr die Auseinandersetzung zwischen Oberschicht und Unterschicht ist, sondern dass quer durch die Mittelschichten ein fast nicht mehr zu kittender Interessenskonflikt geht. Ja, sicher. Also sozusagen zum Erfolg des Bürgertums gehört dazu, dass es sich als soziale Schicht, ich möchte fast sagen, aufgelöst hat in das, was
wir im Allgemeinen Mitte, soziale Mitte, politische Mitte nennen. Und in den meisten Gesellschaften, in den westlichen Gesellschaften, rechnen sich mehr als 50% dieser Mitte zu. In Deutschland sind es 60%, in der Schweiz dürften es noch mehr sein. Das heißt, sozusagen, das Bürgertum ist, wenn man so will, die Mitte der Mitte dessen, was man hier als Mitte bezeichnet. Es ist relativ viel dazugekommen, was aber von seinem Habitus und auch von seinen Werten, von seinen inneren Selbstbindungen her, eigentlich nicht in diesem Sinne Bürgertum oder bürgerlich ist. Und das ist ein Ergebnis, sagen wir mal, des Sozial- und Wohlfahrtsstaates. Also man kann sagen, als Mitte fühlt man sich dann, wenn man ein Gefühl von Gesichertheit, von Sicherheit hat, wenn man Zukunft relativ gut planen kann. Und das Bürgertum hat das früher durch entweder Vermögen oder ein gesichertes Einkommen herstellen können, im Unterschied zu den unterbürgerlichen Schichten, die diese langfristigen Lebensperspektiven nicht hatten. Die Funktion von Vermögen und Einkommen ist durch den Wohlfahrtsstaat und seine Versorgungsgarantien, dynamische Rente und derlei mehr übernommen worden. Aber nunmehr wird das, was abgeschöpft werden muss, qua Steuern, von Teilen des Bürgertums, um umverteilt zu werden, um sozusagen diese große, gewaltige Mitte zusammenzuhalten, von einigen als zu viel empfunden und von anderen Teilen der sich der Mitte zurechnenden sozialen Schichten als zu wenig. Die kommen sich entsichert vor. Und das ist dieser Riss, der zunehmend deutlicher wird und um den auch politisch gekämpft wird. Dieser Riss, über den wir noch ausführlicher sprechen sollten, kommt zustande, weil das Bürgertum ein Problem mit seinen eigenen Werten hat. Sie haben eigentlich zwei verschiedene Kriterien genannt, warum das Bürgertum heute in der Krise ist. Die erste liegt daran, dass es sich nicht mehr sauber zu anderen Schichten abgrenzen kann, die es als seine Feinde betrachtet und dadurch nicht mehr die gleiche innere Solidarität hat. Mhm. Und der zweite Grund ist, dass es eigentlich nicht mehr ganz genau weiß, was bürgerliche Werte eigentlich sind und auch keine große Verbindlichkeit dieser Werte mehr herstellen kann. Mhm. Früher war man sich in Bezug auf bürgerliche Werte offensichtlich einiger. Mhm. Das heißt, dass man Tugend, Selbstdisziplin, Fleiß, Leistungsbewusstsein, Höflichkeit und dergleichen mehr zu ganz, ganz wichtigen Grundsätzen bürgerlicher Tugenden erklärt hat, wogegen das heute in einer Art Erosionsbewegung anfängt aufzuweichen, zu zerbröseln. Man ist sich dieser Werte nicht mehr sicher. Mhm. Was ist die Ursache, warum die Werte, die das Bürgertum so lange verbunden haben, warum die nicht mehr so funktionieren wie noch in 60er Jahren, 50er Jahren oder gar im 19. Jahrhundert? Mhm. Also ganz allgemein würde ich sagen, ist die Ursache eine Umstellung des Selbstwertgefühls, der Selbstzurechnung von Habitus auf Konsum. Also in dem Maße, in dem die Zugehörigkeit zur Mitte und damit sozusagen die Zugehörigkeit zu einem in seiner Definition unscharf gewordenen Bürgertum über die Verfügung von langlebigen Konsumgütern hergestellt worden ist, ist natürlich, wenn ich es mal etwas hochnäsig sage, kann im Prinzip Kreti und Pleti, sofern sie nur Geld haben und sich entsprechende Statussymbole leisten können, den Zugang erkaufen. Und gut, das heißt, der französische Sozialphilosoph Pierre Bourdieu hat gesagt, das Bürgertum unterscheidet sich von der Arbeiterschaft durch die sogenannten feinen Unterschiede. Genau. Ein schönes Wort, die Feinen im Sinne von sich fein und edel fühlen, aber eben auch durch kleine Umgangsformen, Höflichkeiten, Nuancen, die man anders setzt, Verhaltensweisen, ein anderer Kodex. Mhm. Diese feinen Unterschiede betreffen heute die Größe des Automobils. Mhm. Ja, das Auto vor der Tür ist entweder kleiner oder größer und danach wird man in der bürgerlichen Gesellschaft bewertet, aber nicht mehr so sehr die Umgangsformen. Mhm. Ist das Ihre Diagnose? Ja, das ist sicherlich nicht nur meine Diagnose, sondern das ist eine breite Beobachtung. Man kann auch sagen, es ist die Umstellung der alteuropäischen Gesellschaft auf eine sehr viel stärker amerikanisierte Gesellschaft. Dieses Modell ist ja nach Europa gekommen, tendenziell nach dem Zweiten Weltkrieg.
aus den USA. Es hatte eine ungeheure Attraktivität. Es war offen in den Zugängen. Es war die Beschreibung einer dynamischen Gesellschaft, bei der man wusste, wenn man individuelle Leistung bringt, dass man dann Aufstieg nicht nur beabsichtigen, sondern auch tatsächlich schaffen kann. Und es kam nach einem Europa, bei dem das Bürgertum, zumal das deutsche Bürgertum, demoralisiert gewesen ist und auch sich ja in vieler Hinsicht durch das Paktieren mit den Nazis angreifbar gemacht hat, indem es sich klein nunmehr danach zu machen versucht hat. Und insofern ist die Krise des Bürgertums aus meiner Sicht nicht erst mit den 60er, 70er Jahren zu beschreiben, sondern sie geht weiter zurück als ein Prozess der moralischen Selbstdesavouierung des Bürgertums. Deswegen kann man auch beobachten, dass, glaube ich, in den europäischen Gesellschaften die feinen Unterschiede etwas unterschiedlich bestehen geblieben sind. Nicht? Also eine Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen kann man da beobachten. Dort, wo der Soziologe Bourdieu sein Auge hingeworfen hat in Frankreich, ist das noch sehr viel länger der Fall gewesen. Vermutlich auch in der Schweiz. In Deutschland aufgrund der moralischen und sozialen Erschütterung des Bürgertums ist das amerikanische Modell sehr viel früher übernommen worden. Andererseits kann man sagen, dass die Deutschen da sozusagen ein Vorreiter der europäischen Entwicklung geworden sind und die anderen allmählich nachfolgen. Das, glaube ich, ist die vielleicht nicht besonders erfreuliche, jedenfalls was die moralische, sozialmoralische Seite anbetrifft, Diagnose. Was die gesellschaftliche Kohäsion zunächst einmal anbetrifft, ist das erfreulich, weil eine umso größere Mitte, umso größere zusammenhaltende Kräfte entwickeln kann. Das heißt, das, was die bürgerliche Gesellschaft heute im Innersten zusammenhält, in Deutschland genauso wie in der Schweiz, ist nicht so sehr ein Wertebewusstsein, ist nicht so sehr ein Standesbewusstsein, sondern es ist die D-Mark und es ist der Franken. Mit dem Vorteil, je mehr Menschen, das war jedenfalls der D-Mark, genau. Die D-Mark sehr lange als Symbol in Deutschland für den inneren Zusammenhang. Ja. Die D-Mark hat ja bis zu einem gewissen Grad in Deutschland selbst die Religion vermutlich ersetzt. Sie war eine Religion. Und sie hat, andere Ideologien, die Ideologie nationaler Größe ersetzt durch wirtschaftliche Prosperität. Und damit auch alle Eroberungsfantasien Gott sei Dank eingedämmt. Ja, Ritterkreuz wurde zum Mercedes-Stern. Ja, das ist das, was Sie prägnant formulieren. Nicht? Das Ritterkreuz wurde zum Mercedes-Stern und dieser Mercedes-Stern ist quasi das Siegel auch auf dem Bürgertum. Das heißt, man ist ein erfolgreicher Bürger, wenn man in der Lage ist, sich einen Mercedes zu leisten. Selbstanerkennung, Bestätigung dessen, dass man Erfolg gehabt hat, wie Sie das beschrieben haben. Und natürlich auch eine gewisse Distinktion gegenüber all denen, die sich das nicht leisten können. Gut, jetzt haben Sie gerade erklärt, das hat eine positive Folge gehabt. Mhm. Geld macht die Dinge vergleichbarer, macht sie gleicher. Mhm. In einer Adelsgesellschaft tritt das Bürgertum mit dem Adel nicht in direkten Kontakt. Mhm. In einer Geldgesellschaft kann jeder mit jedem in Kontakt treten, jeder mit jedem handeln, sofern die geschäftliche Voraussetzung stimmt. Mhm. Das heißt, Geld ist ein großer Demokratisierer auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite untergräbt eine solche Geldmoral Stück für Stück die bürgerlichen Tugenden in der Gesellschaft. Mhm. Und da haben wir eben das große Problem, wenn das Geld das Einzige ist, worauf wir uns verpflichten können, dann geht sehr, sehr viel anderes verloren, dass wir den Zusammenhalt der Gesellschaft und ihr Funktionieren ja ganz offensichtlich wichtig ist. Also vielleicht kann man das zwischen den kurzfristigen und den langfristigen Effekten unterscheiden. Geld ist der große Gleichmacher. Sicherlich ein größerer Gleichmacher als alle politischen Versuche sozialistischer Provenienz. Das ist sozusagen die ironische Pointe des 19. und 20. Jahrhunderts. Da hat, wenn Sie so wollen, Marx im ersten Teil des Kommunistischen Manifests gegen den Marx im zweiten Teil des Kommunistischen Manifests Recht behalten. Im ersten Teil, wo er die Dynamik der bourgeoisen Welt und Geld als den Entzauberer beschreibt. Im zweiten Teil, wo er dann zu seinen sozialistischen Perspektiven kommt. Das muss man, glaube ich, so festhalten. Und da kommen wir auch nicht mehr dahinter zurück. Die Frage ist also, wie lassen sich nicht Geldwerte oder in Geld aufzuwiegende Dispositionen
wie das, was Sie angesprochen haben, Tugend, Verhaltensweisen, Selbstbindungen und derlei mehr aufrechterhalten unter den Bedingungen der dynamischen Umwälzung von Gesellschaft durch Geld. Ein Pessimist könnte an dieser Stelle sagen, eigentlich gar nicht. Denn wie Georg Simmel, der Berliner Soziologe, Philosoph im Jahr 1900 in seiner Philosophie des Geldes schreibt, Geld ist die einzige Sache der Welt, deren Qualität sich allein an der Quantität bemisst. Genau. Das bedeutet aber auch, Geld zerstört Qualitäten. Und in diesem Fall bürgerliche Tugenden. Mhm. Ja, der Optimist würde vielleicht sagen, es relativiert sie, aber es zerstört sie nicht. Das heißt, in mancher Hinsicht wäre es oder ist es die Aufgabe von Philosophie, Pädagogik, politischer Bildung, ich weiß nicht was, also all demjenigen, was nicht unbedingt orientiert ist an der Mehrung des individuellen Einkommens und Vermögens, deutlich zu machen, dass jenseits des Geldes es auch noch etwas anderes gibt, also diese Qualitäten, die aufrecht zu erhalten sind, um die, ja, wenn Sie so wollen, Nachhaltigkeit einer geldgesteuerten Gesellschaft sicherzustellen. Aber wie macht man das? Ich meine, tugendhaft zu sein, tugendhaft zu leben, bedeutet immer zu verzichten. Bestimmte Dinge nicht zu tun. Ja. Bestimmte Egoismen zurückzustellen. Ja. Das Gemeinwohl in einigen Lebenssituationen über das eigene Wohl zu stellen. Mhm. Sich für andere verantwortlich zu fühlen, nicht nur für sich selber. Ja. Und diese Menschen, die all diese Tugenden heute haben sollen, was ja überall gefordert wird, werden gleichzeitig mit einem Milliardenaufwand Tag für Tag von einer Fernsehwerbung berieselt, die einem verspricht, Geiz ist geil, ja, kauf dir das Auto, mit dem du deinen Nachbarn neidisch machst. Das heißt, wir haben ein mit Milliardensummen gefördertes Subventionsprogramm zur Züchtung von Egoismus. Mhm. Was können die alten Bastionen, die paar preußischen Tugenden, das bisschen Christentum, was übrig geblieben ist, die elterliche Moral, die Sinnsprüche, die man von den Großeltern übernommen hat, das bisschen Schulbildung gegen diese Macht langfristig eigentlich ausrichten? Also ich stelle mir das so vor, dass, um zunächst noch mal ganz kurz die funktionalen Effekte zu beschreiben, wie Karl Deutsch das mal so schön gesagt hat, ein Auto kann umso schneller fahren, je bessere Bremsen es hat, die Aushaltbarkeit einer kapitalistischen, geldgesteuerten Dynamik umso größer ist, je mehr wir uns dessen gewiss und sicher sind, dass das nicht alles ist, sondern es ein Jenseits, ein anderes ergibt. Das Problem, an dem wir dran stehen, ist, dass die Gelddynamik eine Neigung hat, dieses andere aufzuzehren, zu konsumieren, zu verschleifen. Also müssen wir im Prinzip mehr Aufmerksamkeit, Kraft und Energie auf die Bewahrung dieses anderen, sagen wir mal eines Kanons der Werte, der Selbstverpflichtungen, ich würde auch sagen, der Askese darstellt. Also sozusagen die Fähigkeit, gewissermaßen den Verlockungen und Verheißungen der Werbung nicht zu erliegen, nicht jedem Signal sofort mit Speichelfluss darauf zu reagieren und also entsprechende Kaufneigungen oder ich auch Dispositionen zu entwickeln, sondern auch abständig sein zu können. Das heißt nicht, dass man sozusagen grundsätzlich das ist, ich würde jetzt auch hier nicht dem Kloster oder dem Rückzug aus der Welt das Wort reden wollen, aber sozusagen innerweltlich asketisch zu sein, nicht wie Max Weber das in dieser berühmten Formulierung von der innerweltlichen Askese formuliert hat, das ist es natürlich. Und da kommen wir auf unsere Eingangsüberlegungen zurück, ein Bürgertum, das sich noch als eine begrenzte soziale Gruppe verstanden hat, hat sozusagen die Funktion eines solchen Asketismus unmittelbar erfahren können in der Abgrenzung gegenüber anderen. Jetzt ist das Problem, dass man diese Askese üben soll, aber man kann nicht permanent darüber reden, was für ein toller Typ man ist. Sozusagen man streicht die Anerkennungseffekte von Askese nicht unmittelbar ein. Und das macht es natürlich so schwierig, unter diesen Umständen asketisch zu sein. Man muss es so still sein. Muss man natürlich sagen, so schön das Ideal ist des Bürgers, der sich im Zweifelsfall auch mal bescheiden kann. Unsere ganze Wirtschaft lebt davon, dass sich die Menschen gerade nicht bescheiden.
So ist es. Das heißt, die Wirtschaft lebt davon, dass Menschen Dinge kaufen, die sie nicht brauchen. Von Geld, das sie nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die sie nicht leiden können. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns auf diesem Punkt wieder zurücknehmen, wo wir also das, was man in den 80er Jahren, Graf Lambsdorff hat das mal den Mut zum Konsum genannt, wenn wir sagen, wir haben aber auch den Mut zum Verzicht, in dem Moment gefährden wir ja unseren Binnenmarkt. Das heißt, die Politiker, nicht nur in Deutschland, sondern in der westlichen Welt, die Wirtschaftspolitiker freuen sich dann, wenn die Konsumenten möglichst viel konsumieren und nicht, wenn sie Askese, Verzicht üben und ihr Geld auf die Bank bringen. Wie kann man diesen Widerspruch in irgendeiner Form auflösen? Ja, wir müssen ihn sowieso auflösen, nicht? Denn es ist ja auch klar, dass dieses Modell des Konsums oder der Inanspruchnahme von äußeren Ressourcen ohnehin nicht universalisierungsfähig ist, nicht? Also wenn alle Chinesen und Inder und dann irgendwann auch noch die Afrikaner so leben wollen, dann ist das eine Überforderung dieses kleinen Planeten. Das heißt, diese Vorstellung von Wachstum ist vermutlich eine endliche Vorstellung von Wachstum. Sie kann nicht im Raum ausgeweitet werden und sie hat ein Problem ihrer Prolongierung in der Zeit. Insofern könnte man sagen, das, was auf den ersten Augenblick so rückwärtsgewandt sich darstellt, wenn wir über Tugenden und Werte und Askese sprechen, ist zugleich doch eine Form von sich zukunftsfähig machen. Also das Umstellen auf Formen der Selbstanerkennung und des Kampfes um Anerkennung durch andere, die nicht bedingungslos und prinzipiell in der Form der Verfügbarkeit durch äußere Güter liegen. Da, wenn man sich vorstellt, ja, was kann denn an die Stelle dessen treten, da ist in jüngster Zeit auch in der Literatur so etwas wie eine Wiederentdeckung von Bürgerlichkeit der Fall. Also möglicherweise ist Selbstzufriedenheit zu bekommen, nicht indem ich mir ein neues und größeres Auto kaufe, sondern indem ich vielleicht Geige spiele oder Klavier spiele. Oder mich um meine Freunde kümmere. Ich habe Geige und Klavier bewusst genommen, weil das sozusagen schon qua Üben Anforderungen an Selbstdisziplin darstellen und möglicherweise auch Befriedigungseffekte darüber, dass ich es besser kann. Das ist eine ausgesprochen ressourcenschonende Form, wenn Sie so wollen. Das ist vielleicht sozusagen eine gewisse Lärmemission, die davon ausgeht und die den Nachbarn eventuell stören kann. Aber sonst ist es etwas, was nachhaltig ist. Also man muss vielleicht darüber nachdenken, inwieweit die falschen Elemente von Bürgertum und Bürgerlichkeit gesamtgesellschaftlich gemacht worden sind, und müsste versuchen, noch einmal dahin zurückkehren, zu fragen, inwieweit ist es nicht doch auf Dauer nachhaltiger, das heißt also zukunftsfähiger, diese inneren Werte von Bürgerlichkeit zu generalisieren. Ich weiß, das hat jetzt zunächst einmal die Funktion eines Appells und lässt sich sicherlich nicht in konkrete politische Schritte umsetzen. Und Sie haben auch recht, wenn Sie sagen, das wird eine schwere Krise unserer Vorstellung der Wachstumsgesellschaft sein, weil wir ja im Prinzip davon leben, Jahr für Jahr die Erfolgsmeldungen zu hören über ökonomische Zuwächse. Es wäre halt besser, wenn wir die Erfolgsmeldungen bei Indikatoren der Kreativität, der Selbstzufriedenheit und derlei mehr hätten. Das ist eine Diskussion, die inzwischen begonnen hat, die aber noch ein eher zartes Pflänzlein ist. Ich habe gerade bei Ihren Ausführungen über das Klavierspielen und das Geigespielen einen Begriff gesehen, den Sie nicht genannt haben, aber der hier wichtig zu sein scheint, als Sie von dem mühevollen Erwerben dieser Fähigkeiten gesprochen haben. Und das ist der Begriff der Leistung. Das Bürgertum hat sich sehr wesentlich über Leistung definiert, über eigene Leistung, das, was man mit den eigenen Händen geschafft hat, was man aufgebaut hat. Der Adel hatte das immer schon, der musste sich über Leistung nicht definieren. Im Gegenteil, der Adel hat sich dadurch gekennzeichnet, dass er nicht arbeiten musste. Das Bürgertum kannte den Begriff der Arbeit und den Begriff der Leistung.
Heute leben wir zwar immer noch in einer sogenannten Leistungsgesellschaft, aber belohnt wird nicht unbedingt die Leistung, sondern belohnt wird der Erfolg. Und das ist ja nicht in beiden Fällen das Gleiche. Wenn ich in Sekundenschnelle durch Finanzspekulationen reich werden kann, dann habe ich eigentlich im Sinne bürgerlichen Moral gar nichts geleistet, weil ich nicht über viele Jahre zäh darauf hingearbeitet habe. Ich habe eben nicht Geige spielen gelernt. Und wenn ich in einer Castingshow gewinne, weil ich als Model die Schönste bin, habe ich auch nicht allzu viel geleistet, habe aber großen Erfolg, genieße Anerkennung und Bewunderung. Mhm. Haben wir in unserer Gesellschaft den Leistungsbegriff und den Erfolgsbegriff unzulässig miteinander vermengt? Das würde ich so sofort unterstreichen. Oder der Erfolgsbegriff hat, oder die Vorstellung von Erfolg hat gewissermaßen die Vorstellung von Leistung aufgefressen. Nicht? Wir sagen ja vielleicht Erfolg, aber insgeheim meinen wir ja, es sei Leistung. Es ist, also, wer von Erfolg spricht, meint damit nicht, ich habe Glück gehabt und aus irgendwelchen kontingenten Umständen habe ich halt auf die richtigen Aktiendepots gesetzt oder ich habe eine günstige Jury bei welchem Casting-Wettbewerb auch immer gehabt oder derlei mehr, sondern wir schreiben es uns selber zu und reflektieren eigentlich selten das Zufällige, das Element des Glücks dabei. Und dabei sollte man nicht vergessen, dass im Prinzip Bürgertum sich mal verstanden hat oder Bürgerlichkeit als eine Form der Zurückdrängung des Glücks, des Handhaben des Glücks durch eigene Tugend und Tüchtigkeit, vor allen Dingen durch Tüchtigkeit, also die Zähmung des Glücks. Das ist durchaus so, wie Sie das beschrieben haben, ins Gegenteil verkehrt worden. Wir haben das Glück nicht wirklich gezähmt, sondern wir laufen hinter ihm her und tun so, als hätten wir es gezähmt. Das beginnt sozusagen bei den kleinen harmlosen Formen des Lottospielens, wenn Sie so wollen, als eine kleinbürgerliche Disposition des Umgangs mit dem Glück und reicht ja, bis zu denjenigen, die mit großen Summen an den Börsen spekulieren. Sie haben viel über den Einzelnen gesprochen. Wir haben über bürgerliche Tugenden gesprochen. Wir haben über Lebensentwürfe gesprochen. Was ist für uns erstrebenswert? Wie wollen wir leben? Welche Rolle spielt Leistung noch? Welche Rolle spielt Tüchtigkeit noch? Jetzt könnten wir uns ein Ideal ausmalen und sagen, die meisten Menschen in der westlichen Welt, die haben uns zugehört und die haben ähnliche Ansichten. Die glauben auch, dass man den Konsum bescheiden muss, dass man mehr auf die inneren Werte achten muss, dass man sich Dinge auch erarbeiten muss und auch die Bereitschaft dazu haben sollte, sich diese Dinge zu erarbeiten. Gleichzeitig leben wir, Sie haben es gerade am Schluss gesagt, in der Welt des globalen Finanzkapitalismus. Mhm. Selbst wenn sich die Menschen bei uns alle bescheiden und versuchen, mehr Glück hinzubekommen, als sie das bisher bekommen haben, könnte es sein, dass unser System einmal kollabiert, weil an den Börsen der Welt mit unserem Geld oder mit fiktivem Kapital so viel rumgezockt wird, dass wir in Mitleidenschaft gezogen werden und dann dramatische Krisen bekommen. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich überwechseln von der Rolle des Einzelnen in die Rolle des Staates. Was kann der Staat machen, um den Menschen Rahmenbedingungen bürgerlichen Glücks zu ermöglichen? Und müsste er nicht das Finanzkapital viel massiver eindämmen, als er das bisher tut? Ja. Also, das, was Sie beschrieben haben, ist ja im Prinzip die Anforderung an uns, die Frage zu beantworten, wie wir unsere Absichten, unsere Intentionen wieder gegenüber einem sich verselbstständigt habenden Zwang des Systems zur Geltung bringen können. Ich meine, selbst Herr Soros, wenn er sich äußert, äußert er sich ja sehr kritisch über Spekulanten und Spekulieren und die Effekte dessen. Aber er ist derjenige, der das natürlich treibt. Und wenn er es nicht treiben würde, dann würde ein anderer an seine Stelle treten. Also brauchen wir gewissermaßen Mechanismen, in denen unsere Intuitionen und Absichten übersetzbar sind in Wirkungen und Effekte in der Welt. Und Sie haben sozusagen den klassischen Mechanismus ins Spiel gebracht, Staat. Die Frage ist, ob gewissermaßen das, was wir herkömmlicherweise Staat nennen, der europäischen Erfahrung, also sozusagen ein Gebilde, das ein bestimmtes Territorium mit einer bestimmten Anzahl von Menschen darauf oder dem Aspekt von Souveränität organisiert, ob wir dazu je wieder zurückkehren können, denn Souveränität hat Gestaltungskraft verloren.
Man kann sich vorstellen, dass sie die zurückgewinnen kann, aber nicht mehr als diese in der Form dieser kleinen Akteure, sondern allenfalls in der Form von G6 oder G20, also sozusagen Zusammenschlüssen von handlungsmächtigen Akteuren, die in der Lage sind, die Dynamik von Kapitalströmen und derer, die sie bespielen, zu zähmen. Sind Sie dazu noch in der Lage? Also auf der einen Seite gibt es natürlich sicher nicht. Gut, sind Sie alle zusammen dazu in der Lage? Also in den Zeiten, in denen international über Finanzregulierungen, auch Besteuerungen nachgedacht wird, in diesem Moment verlassen die Spekulanten die Börsen, machen die Geschäfte abseits der Börsen, leisten sich ein Spielchen namens Dark Trade. Da können sie anonym gewaltige Aktienpakete in Milliardenhöhe an einen anonymen Käufer verkaufen. Und niemand bekommt das wirklich mit. Kein Staat, keine Staatengemeinschaft, keine Kontrollbehörde hat irgendeinen Zugriff darauf. Ist nicht die Folge der Finanzkrise gewesen, dass die internationalen Finanzgeschäfte noch sehr viel undurchsichtiger geworden sind, als sie vorher schon waren? Und laufen die Staaten diesen Entwicklungen nicht eigentlich hilflos hinterher? Also sie laufen hinterher. Ob sie hilflos hinterherlaufen, das ist eine Frage ihrer Kooperationsfähigkeit und ihres Zutrauens. Im Prinzip haben die Staaten nach wie vor das Instrumentarium der Kriminalisierung von Handlungen, also dass sie etwas nicht nur in der informellen Ökonomie lassen, sondern in die kriminelle Ökonomie abdrängen. Das heißt nicht, dass es da nicht mehr der Fall ist, aber die Möglichkeit des Zugriffs, des Einziehens von dabei erwirtschafteten Gewinnen wachsen. Und die Frage ist, inwieweit man sich das zutraut, das hinzubekommen. Das Problem, glaube ich, von zwischenstaatlichen Verabredungen in diese Richtung weiterzukommen, ist die Existenz von Oasen. Die ganze Zeit haben wir über Steueroasen gesprochen, aber es sind natürlich diese furchtbar vielen kleinen Inseln in der Karibik und wo auch immer auf der Welt, die sozusagen Heimstätten für solche Operationen bieten, die in New York oder London oder von mir aus auch Frankfurt oder Zürich so nicht mehr durchführbar wären. Ja. Und muss man Druck auf die Regierung dieser Steueroasen ausüben, so wie man Druck auf unliebsame Regierungen in der Welt, also Wirtschaftsboykotte oder vieles andere mehr einführen, also um sie dazu zu zwingen, nicht Sargnägel zu werden für das globale kapitalistische System? Ja. Also sozusagen, Sie haben gesagt, die Staaten laufen hilflos hinterher. Das war Ihre erste Diagnose, nicht? Und wenn man sicherlich auch nach wie vor hinterherlaufen will, weil die Kreativität dieser Leute ist unerschöpflich, aber nicht mehr hilflos hinterherlaufen will, dann muss man bereit sein, da entsprechend einzugreifen, Druck zu machen. Und das ist ja durchaus möglich, nicht? Also die USA waren in der Lage, einen Noriega aus Panama herauszuholen, weil das eine Form des Umgangs mit Geschäften, mit illegalisierten Gütern, in diesem Falle Rauschgift gewesen sind, die ihnen auf Dauer mehr Schaden zugefügt haben, als Nutzen gebracht haben. Ja, aber was ist mit denjenigen, die mehr Nutzen bringen? Also die Cayman Islands zum Beispiel, wo die ganzen internationalen Hedgefonds sitzen, nützen natürlich vielen sehr einflussreichen Wirtschaftsmanagern, Finanzmanagern in Amerika und überall in der Welt so sehr, dass man überhaupt nicht die Absicht hat, ihnen was zu tun. Ja, die Frage und im Zweifelsfall entstünde ja auch ein Interessenskonflikt. Ja. Zwischen dem, was Regierungen wollen und zwischen dem, was die Industrie, was die Banken in den jeweiligen Ländern wollen, die vielleicht ganz andere Interessen haben. Ja, sagen wir mal das Finanzkapital. Mhm. Ja. Und dann ist eben die Frage, ob sich die Staaten als der verlängerte Arm von Gemeinwohlvorstellungen verstehen und auch in der Lage sind, nicht nur an Sonntagen darüber zu reden, sondern auch an Werktagen das durchzusetzen. Oder aber nicht. Und diesen Konflikt muss man dann entsprechend führen und durchstehen und nicht davor zurückweichen. Nun gibt es da in den entsprechenden Theoriebildungen ganz unterschiedliche Vorstellungen darin. Spätmarxistische Vorstellungen haben davon gesprochen, der Staat sei im Prinzip ein verlängerter Arm dieser Form des Finanzkapitals
geworden. Es kommt nicht von ungefähr, dass diese Diskussionen, von denen man eigentlich gedacht hat, die sind, gehören der Vergangenheit an, im Zusammenhang der Finanzblase und der Finanzkrise plötzlich wieder aufgetaucht sind. Immerhin hat Marx im dritten Band des Kapitals den Untergang des Kapitalismus durch das von ihm sogenannte fiktive Kapital diagnostiziert. Richtig. Also auch da ist es interessant und wichtig und hilfreich, gelegentlich einen Blick in diese alten Schriften zu werfen, die dann sich als ganz erstaunlich modern und von prognostischer Kraft herausstellen. Also in gewisser Hinsicht ist das eine Überlebensfrage, wenn Sie so wollen, der kapitalistischen Gesellschaftsordnung als einer Gesellschaftsordnung, die den Zugriff auf knappe Ressourcen über Geld und nicht über Gewalt organisiert. Also ich bin kein Feind und Gegner der kapitalistischen Gesellschaftsordnung, aber ich habe eine Vorstellung davon, dass in ihr immer wieder Dynamiken entstehen und Akteure hochkommen, die sie dahingehend ausnutzen, dass sie nicht mehr nachhaltig ist, dass sie irgendwann kollabieren muss. Und in dem Sinne muss ein sich selbst wohlverstehender Kapitalismus sich gegen einen bestimmten Typus von Profiteur behaupten. Und dazu würde dann auch gehören, dass kluge Regierungen in der Lage sind, ganz bestimmte Geschäfte zu unterbinden, in der Weise, nicht, dass sie dann gänzlich aufgehört haben, sondern dass sie aus der formellen in die informelle und aus der informellen in die kriminelle Ökonomie gedrängt werden, sodass man dann die Möglichkeit hat, wie man das auch bei Drogenhändlern tut, gewissermaßen die erzielten Gewinne hinterher zu enteignen, also abzuschöpfen. Mhm. Und dann sind vielleicht die Anreize, im Bereich der kriminellen Ökonomie tätig zu sein, sehr viel beschränkter. Ich möchte an einem aktuellen Beispiel Sie fragen, ob es nicht eben doch einen Unterschied gibt zwischen staatlichem Interesse und Wirtschaftsinteresse. Mhm. Wenn wir in der arabischen Welt die dort vorhergehenden, gerade stattfindenden Revolutionen uns anschauen, dann ist es auf der einen Seite so, dass wir begeistert vor dem Fernseher sitzen und denken, endlich sind diese Diktatoren weg. Endlich gibt es vielleicht in dem einen Land mehr, in dem anderen weniger, zarte Hoffnungen auf demokratische Entwicklungen in diesen Ländern. Und gleichzeitig explodiert an der Börse der Ölpreis. Das heißt also, aus der Sicht der Wirtschaft sind das beunruhigende Entwicklungen. Und da konnte man mit den Diktatoren vielleicht besser leben als mit unberechenbaren Regimen, die im Zweifelsfall vielleicht sogar mehr demokratische Elemente enthalten. Das heißt, man hat also den paternalistischen Diktatorenstaat im Zweifelsfall lieber gehabt als möglicherweise eine Demokratie. Mhm. Ja, also sozusagen kurzfristig ließ sich mit diesen Leuten, die vor kurzem ja noch in der offiziellen Sprache Präsidenten hießen und jetzt weiß man nicht so genau, Autokraten, Diktatoren, jedenfalls aus Regierungen werden Regime wie in Ägypten. Richtig, ja, jedenfalls schlimme Leute. Ja. Ja. Man kann dabei sehen, welche ungeheure Bedeutung politische Sprache hat für Wahrnehmung. Aber gut, man kann jedenfalls, konnte jedenfalls mit denen kurzfristig sehr viel leichter agieren und es hatte den Vorzug, dass man einen Ansprechpartner hatte, während das Setzen auf eine Demokratisierung sozusagen ein Spiel mit wie vielen Unbekannten auch immer, jedenfalls mit sehr vielen, gewesen ist. Und in diesem Sinne sind natürlich Regierungen auch gehalten und gut beraten, wenn sie nicht auf eine Zukunft in 30 Jahren oder wie auch immer setzen, sondern das Treiben, was jetzt auf der Tagesordnung steht. Und das hieß Ben Ali, Mubarak und vielleicht auch ein bisschen Gaddafi. Das ist für die Schweiz, die hatten ja schon lange damit Probleme. Aber einige europäische Staaten und einige europäische Politiker sind mit Gaddafi ja sehr gut ausgekommen. Und Berlusconi und Gaddafi, das war ja und ist offenbar noch eine eigentümliche Verbindung. Ja, das ist so. Aber man muss dann bereit sein, wenn man auf diese Pferde gesetzt hat, weil keine anderen Pferde da waren, in dem Augenblick, wo sich Alternativen zeigen, auch rechtzeitig den Sattel zu wechseln.
Also dieses Spiel, dieses realpolitische Spiel, das ist nun mal so. Politik soll durchaus ferne Zielvorstellungen im Auge haben, aber sie operativ permanent zu bespielen, wäre eine Katastrophe. Daran sind Leute, sagen wir mal, glaube ich, wie Jimmy Carter, bei dem kann man sagen, ist die Tragik, dass er so manches, was in den politischen Reden gesagt worden ist, in den operativen Bereich hat einfließen lassen und im Gefolge dessen relativ viele Scherben hinterlassen hat. Das ist die Tragik eines guten Menschen in der Politik. Ich glaube, das muss man so im Auge behalten. Es zeigt sich aber, dass Diktatoren halt nur relativ begrenzte Halbwertszeiten haben, weil sie den großen Gaddafi immerhin 40 Jahre. Ja. Aber den großen Vorzug der Demokratie, nämlich die Selbsterneuerung dadurch, dass die Opposition die Reserveregierung ist, dass Demokratie die Staatsform ist, die eine im Prinzip unendlich lange Antwort auf die Nachfolgefrage gibt. Das ist letzten Endes in diesen Diktaturen nicht der Fall, die ja es nicht geschafft haben, sich zu Dynastien umzubilden, die aber faktisch mit den Söhnen so etwas hinzubekommen versucht haben, was ja in Syrien gelungen ist, in Ägypten und in, ja, man kann wohl sagen, in Libyen ist rechtzeitig die Bremse dann jetzt gezogen worden vor der Nachfolge des Sohnes. Und diese Formen der Organisation von Nachfolge sind ausgesprochen bürgerkriegsträchtig. Das heißt, Diktaturen, autokratische Regime, patrimoniale Regime, nicht? Wobei der Herrscher an der Spitze, der am Anfang ein Militärputschist ist, der mit der Begeisterung der Massen arbeitet und sich mehr und mehr in den guten, treusorgenden Vater verwandelt. Und nach einiger Zeit ist er eben nicht mehr der treusorgende Vater, sondern ein böser Vater, vielleicht der Stiefvater, der nur noch ein paar gute Söhne hat und den Rest lässt er darben. Also diese Ordnungen können keine Langfristigkeit organisieren und das muss man einfach wissen. Nicht? Das Problem gelegentlich von nicht Demokratien, sondern medial organisierten Demokratien ist, dass sie so furchtbar kurze Gedächtnisse bekommen. Jetzt ist zum Thema kurzes Gedächtnis eine Frage da, die mir natürlich auf den Nägeln brennt. Sie haben im Jahr 2003 ein Buch geschrieben mit dem Titel Asymmetrische Kriege, ja. Unter dem Einfluss des 11. September. Sie haben von den Kriegen der Moderne, der Neuzeit gesprochen, den ganz neuen Kriegen, die darin bestehen, dass Staaten nicht unbedingt nur gegen Staaten kämpfen, sondern gegen Gegner, die im Untergrund agieren. Und Sie haben damit auch implizit, weniger explizit, eine Legitimation gefunden, dass es richtig sein kann, unter bestimmten Umständen in diese Länder zu gehen und dort auch militärisch einzugreifen. Wie das die Amerikaner im Irak gemacht haben oder die Deutschen, die eben auch anwesend sind, wie viele andere Länder auch in Afghanistan und haben das gerechtfertigt. Jetzt stehen wir vor der Situation, dass wir ausgerechnet in jenen Ländern, wo wir eingegriffen haben, allen voran in Afghanistan, meilenweit, Lichtjahre entfernt von jeder Demokratie sind, dass aber gerade in den anderen Ländern, wo wir nicht eingegriffen haben, wie in Libyen, wie in Ägypten und in Tunesien, das zarte Pflänzchen der Demokratie blüht. Ist das nicht im Nachhinein eine traurige, aber klare Moral, dass man Demokratie nicht von außen einführen kann, sondern dass man diese Entwicklung den Ländern im Zweifelsfall doch selber überlassen muss und sie dann unterstützen, wenn sich der Moment dafür bietet? Müssen Sie nicht ein bisschen von Ihren alten Gedanken ummünzen oder sagen, Sie haben sich vielleicht doch geirrt? Also ich stimme dem zu, wie Sie das beschrieben haben, aber ich würde jetzt nicht daraus die Konsequenz ziehen, dass ich mich auf den Rückzug begeben sollte oder müsste, denn ich habe die Frage der humanitären militärischen Intervention eigentlich nicht unter dem Gesichtspunkt für sinnvoll gehalten, Demokratie zu exportieren, sondern Stabilität oder so etwas wie einen Break gegenüber fortlaufendem Bürgerkrieg. Weil je länger ein solcher Krieg dauert, desto tiefer frisst er sich in die Strukturen einer Gesellschaft hinein und schafft Feindschaften und desto länger wird es dauern und desto teurer wird es werden, wieder eine Friedensgesellschaft aufzubauen. Die Frage eines Intervenierens, gegebenenfalls eines militärischen Intervenierens, stellt sich ja auch jetzt gegenüber
den unterschiedlichen Verläufen der arabischen Revolte. Also wenn wir uns vorstellen, dass in einem dieser Länder zwischen den Gruppierungen, die an dem bestehenden Diktator festhalten, und seinen Gegnern ein lange währender Bürgerkrieg mit dem, was ich für die neuen Kriege symptomatisch halte, nämlich mit Massakerstrukturen ausbricht, dann stellt sich das Problem des Intervenierens für uns wieder. Die Frage des Intervenierens kam ja auf, zunächst einmal mit Blick auf die jugoslawischen Zerfallskriege. Stehen wir dabei, gucken wir zu? Oder aber machen wir uns die Weisheit des französischen Politikers und Diplomaten Talleyrand zu eigen, der gesagt hat, Nicht-Intervention ist ein schwieriges Wort. Ich glaube, es bedeutet dasselbe wie Intervention. Also im Prinzip Begünstigung derer, die aus welchen Gründen auch immer über die Waffen verfügen, und Benachteiligung derer, die sozusagen nur mit ihren Leibern, also demonstrierend, präsent sind. Das Problem der Entwicklung nach 2000 war eigentlich, dass man die Möglichkeiten des militärischen Dazwischengehens überfordert hat, nicht? Um sozusagen die Zustimmung der Bevölkerung in unseren Ländern zu bekommen, hat man immer mehr draufgesattelt. Dann ging es nicht mehr darum, nur in Afghanistan sozusagen den Krieg zu unterbrechen und zu beenden, sondern dann musste das auch eine richtige Demokratie sein, dann mussten die Mädchen in die Schule. Wenn man in Deutschland solche Rechtfertigungen braucht. Also genau. Man kann genau in Deutschland nicht argumentieren und kann sagen, ein Empire, wie es die westliche Welt, ein Imperium, was die westliche Welt darstellt, unter amerikanischer Hegemonie, aber auch mit durchaus starken europäischen Wirtschaftsinteressen, muss sich solche Kriege leisten, um sich nicht an den Rändern zu gefährden, sondern man muss für das Gute kämpfen, also nicht für den Machterhalt, sondern für das Gute. Und hat damit eine Legitimation geschaffen, mit der man sich eigentlich unausgesetzt in die eigene Tasche lügt. Nicht nur in die eigene Tasche lügt, sondern auch furchtbar angreifbar macht, nicht? Weil sozusagen so etwas heißt, die afghanische Gesellschaft von Grund auf zu verändern. Und das kann man natürlich mit militärischen Mitteln nicht. Man kann mit militärischen Mitteln vielleicht offene Gewaltstrukturen weitgehend unterbinden. Aber die Transformation der Gesellschaft, das ist eine dramatische Überforderung. Und das haben nun Teile geglaubt und haben permanent den Gebrauch der Streitkräfte am Fortgang dieser hohen und hehren Ziele gemessen. Und damit war klar, man hat die Latte so hoch gelegt, dass man nur unten drunter durchspringen konnte. Hat also sozusagen zum Zwecke der kurzfristigen Legitimation den Einsatz langfristig delegitimiert. Und das Instrumentarium der humanitären militärischen Intervention ist ein Problem, sondern die Art, wie es zwecks Unterstützung kommuniziert worden ist. Das würde ich sagen, ja, das ist so. Deswegen fällt es Ländern wie Deutschland unendlich viel schwerer, so etwas zu machen, als etwa den USA. Es ist auch klar, dass Länder, die mit einer Berufsarmee haben. Man kann ja auch darüber nachdenken, wenn es nicht darum geht, Demokratien aufzubauen, weil das mit militärischen Mitteln allein nicht möglich ist, sondern wenn es tatsächlich um Machtpolitik geht, vielleicht um eine Machtpolitik, die auf Interessen basiert, die jeder nachvollziehen kann, die aber trotzdem Machtpolitik ist, dann stellt sich die Frage, warum gilt der Maßstab, den wir an unsere Demokratie und Bürgerlichkeit anlegen, nicht auch für diese Länder, in die wir einmarschieren? Das heißt, wir würden ja sagen, damit wir weiterhin so gut und tugendhaft leben können in der westlichen Welt, dafür müssen wir in manche Länder einmarschieren, obwohl wir dort gar keine Demokratie, nur nichts Vergleichbares etablieren wollen, sondern eigentlich nur unseren eigenen Ruhe und Frieden. Da ist ja so viel Egoismus im Spiel, dass man das Ganze nur noch sehr eingeschränkt als humanitäre Mission verkaufen kann. Ja, Sie sind sehr skeptisch. Sie sind da skeptischer als ich. Ich würde sagen, die Herstellung einer gewissen Stabilität, das Ende oder das Herausdrängen der Gewalt aus der gesellschaftlichen Ordnung, aus den wirtschaftlichen Strukturen, ist die Voraussetzung dafür, dass sich in diesen Gesellschaften wieder friedensfähige Werthaltungen durchsetzen können. Das müssen diese Gesellschaften selber hinbekommen. Das heißt, langfristig wäre eine ideale Welt nach Münklerschem Gusto eine, in der es ein Bürgertum
wie es das in der Schweiz gibt, wie es das bei uns gibt, in den skandinavischen Ländern, eine nivellierte Mittelstandsgesellschaft irgendwann auch einmal in der arabischen Welt besteht? Und sehen Sie Chancen, dass wir dazu aktiv beitragen können, tatsächlich ein arabisches Bürgertum als breite Mittelschicht, das es in keinem einzigen arabischen Land wirklich gibt, zu etablieren? Na, ich würde sagen, das, was wir jetzt als Demokratisierung dort diskutieren, hängt daran, dass es solche Mitten gibt, die mit langfristigen Perspektiven einen Mechanismus des Wechsels der Macht auf Dauer installieren können. Wo das nicht der Fall ist, kann man vielleicht einen autoritären Rechtsstaat durchsetzen, aber sicherlich keine dauerhafte politische Partizipation im Sinne der Demokratie. Wie kommt sowas zustande? Vermutlich haben die Ägypter mit Verlaub die besten Chancen in diese Richtung. Wie kommt sowas zustande? Indem wir mit diesen Ländern in einen intensiveren wirtschaftlichen Austausch eintreten. Einen wirtschaftlichen Austausch, an dem nicht nur diejenigen partizipieren, die paternalistisch über die Öl- und Gashähne verfügen, das sind dann meistens die Staatseliten, sondern in dem so etwas wachsen kann wie eine Marktgesellschaft in Verbindung mit einer Zivilgesellschaft. Das, glaube ich, ist die Voraussetzung. Da können wir als Europäer viel dazu beitragen. Um das Ganze in eine Schlussfrage einmünden zu lassen. Wenn wir, wie am Anfang diagnostiziert, das große Problem haben, dass unsere bürgerliche Tugendhaftigkeit abnimmt, dass unsere Mittelschichten ganz langsam abschmelzen, welchen guten Rat können wir der arabischen Welt geben, dass, wenn sie einmal ein Bürgertum aufbaut, ihr nicht das Gleiche widerfährt, was wir im Augenblick als Problem bei uns erleben? Ich glaube, dass wir da aus unserer Selbstbeobachtung gar nicht so gute Ratschläge geben können, sondern wir müssen bei uns und anderen darauf vertrauen, dass aus der Verbindung von Hoffnung und Erfahrung eine Bereitschaft gewissermaßen in diese Selbstverbürgerlichung zu investieren erwächst. Wenn die nicht da ist, dann können wir niemandem raten, weil er uns nicht glaubt, dass wir überzeugend sind. Gut. Herr Münkler, ich danke Ihnen für das Gespräch. Gerne. Dieses Gespräch sehen Sie auf unserer Website nochmal. Oder aber Sie bestellen es als DVD unter folgender Adresse. Schweizer Radio und Fernsehen, Redaktion Sternstunden 8052 Zürich. Ihre E-Mail erreicht uns unter sternkopien@srf.ch. Nächste Woche unterhält sich an dieser Stelle Norbert Bischofberger mit der Islamwissenschaftlerin Gudrun Krämer. Gudrun Krämer hat ein Standardwerk über die Welt des Islams verfasst und ist in unserem Sprachraum eine der besten Kennerinnen der islamischen Welt. Das Thema haben heute Richard David Precht und Herbert Münkler bereits angeschnitten. Es geht um die Zukunft der Demokratie im arabischen Raum. So viel zum nächsten Sonntag. Jetzt aber werden wir gleich radikal privat, also politisch, mithin feministisch. Das Sprengen herkömmlicher Lebensmodelle wie kleine Familie mit Eigenheim nimmt Rosemarie Trockel wörtlich. Ein Einblick in das Werk der deutschen Künstlerin. Vorher aber noch zu Frischfilm, zu Filmen, von Ihnen gemacht und bei uns im Internet reingestellt. Wenn Sie wissen wollen, wie das funktioniert oder noch ganz andere Filmchen sehen wollen als die, die wir Ihnen hier zeigen können, dann werfen Sie doch mal einen Blick auf unsere Website. Frischfilm. Famous hanging heart.
killing time. Time is killing us too. We are killing time. I can't escape the blues. Yours will be mine. Art is subversive.